Drei Tage hat es gedauert. Nun hat Nicolas Löbel sein Bundestagsmandat abgegeben. Überfällig finden sogar viele Parteikollegen. Er wolle weiteren Schaden von seiner Partei abwenden, begründet Löbel den Schritt. Aber der Schaden ist längst da. Das ist natürlich das Furchtbarste an dem insgesamt. Das Vertrauen in die Demokratie wird massiv geschädigt an dieser Stelle. Als Bevölkerung muss man ja am Ende darauf vertrauen, dass es sich um eine ehrliche Politik handelt. Und das haben Löbel und Nüßlein gründlich erschüttert. Georg Nüßlein ist nach tagelangem Aussitzen nun aus der CSU ausgetreten. Beide Politiker sollen Hunderttausende Euro für Maskendeals kassiert haben. Und das mitten in der Pandemie. Moralisch unappetitlich. Nun stellt sich die Frage, sind Löbel und Nüßlein Einzelfälle? Die Opposition bezweifelt das. Das sind keine Einzelfälle, das Ganze hat System. Und deshalb ist es an der CDU und der CSU, hier aufzuklären und aufzuräumen. Tatsächlich liegt der Korruptionsvorwurf gegen das einstige CDU-Wunderkind Philipp Amthor erst wenige Monate zurück. Amthor hatte sich für ein amerikanisches Start-up eingesetzt, im Gegenzug für teure Reisen und Aktienoptionen im Wert von gut einer Viertelmillion Euro. An diesem Wochenende kürte ihn die CDU in Mecklenburg-Vorpommern unbeirrt zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Auch hier waren es ja massive Verfehlungen, ein massiver Missbrauch seiner eigenen Privilegien als Abgeordneter, die er da genutzt hat. Er hat dann die Notbremse gezogen. Aber das darf natürlich kein Freifahrschein sein. Auch hier muss letztlich grundsätzlich was geändert werden, um sowas in Zukunft zu verhindern. Das Gedächtnis für Verfehlungen scheint kurz in der CDU. Für die Wahl Amthors warb Armin Laschet in seiner Funktion als Bundesparteichef. Zeitgleich hat Laschet gestern scharf kritisiert, welchen Schaden die Maskenaffäre angerichtet habe. Vertrauen ist jetzt wichtig und Vertrauen ist beschädigt worden. Vertrauen beschädigt. Das hat auch die CDU-Politikerin Karin Strenz. Gegen sie wird ermittelt wegen des Vorwurfs der Korruption und Geldwäsche. Es geht auch um einen lukrativen Beratervertrag mit der Regierung Aserbaidschans. Und nun also die Maskenaffäre. Wieder so ein Fall von mutmaßlicher Bereicherung wieder in der Union. Roman Ebener vom Verein Abgeordnetenwatch fordert, die Verhaltensregeln für Politiker endlich zu verschärfen. So dass eben solche Einkünfte künftig sichtbar oder noch besser verboten werden. Also gerade Lobbytätigkeiten von Abgeordneten müssten verboten werden. Und drumherum muss eben volle Transparenz bei Einkünften und Einnahmen von Abgeordneten geschaffen werden. Nun soll es künftig ein Lobbyregister geben. Es soll die Beziehungen zwischen Politik und Interessenvertretern durchsichtiger machen. Jahrelang hatte sich die Union gegen so ein Register gewehrt und erst vor wenigen Tagen endlich zugestimmt. Tja, auf einmal geht es dann doch mit dem so lange geforderten Lobbyregister. Reicht das? Und wie groß ist der Schaden für die Union? Darüber wollen wir sprechen mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, Jurist und Redakteur der renommierten Blätter für deutsche und internationale Politik. Wir treffen ihn in seinem Homeoffice in Berlin. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Söder und Laschet, die beiden Parteivorsitzenden, haben ja lange geschwiegen. Die wollten vielleicht unbeschadet aus der Sache rauskommen. Das konnten sie am Ende nicht durchhalten. Wie groß ist jetzt der Schaden, vor allem für den frisch gebackenen CDU-Vorsitzenden Laschet? Der Schaden für Herrn Laschet ist groß, und zwar aus folgendem Grund. Er sagte so schön, es kommt auf Vertrauen an. Es kommt im Kern aber noch auf etwas ganz anderes an. Es kommt darauf an, ob ein Parteivorsitzender die Autorität hat, deutlich zu machen, dass derartigen Vorfällen Abhilfe geschaffen wird, dass so etwas nicht wieder vorfängt. Also will sagen, Vertrauen kommt nicht von ungefähr. Man muss es schaffen. Und insofern ist Armin Laschet jetzt gut beraten, sehr dezidiert an die Öffentlichkeit zu treten und deutlich zu machen, dass die Vorwürfe, die unter anderem ja von Frau Hasselmann hier erhoben wurden, dass so etwas System habe, dass sie falsch sind. Und darauf kommt es an, denn wir laufen wirklich Gefahr, sonst, und das geht weit über die CDU, CSU hinaus, eine echte Krise der Demokratie, eines Vertrauensverlustes zu haben. Denn gerade in solchen historischen Krisen dürfen solche Eindrücke, dass einzelne Politiker sich die Tasche voll machen, diese dürfen nicht vorkommen, denn sonst nimmt das ganze System Schaden. Naja, Laschet und Söder haben sich ja massiv distanziert von den mutmaßlichen Übeltätern. Aber jemand wie Philipp Amthor wird jetzt trotz seiner Verfehlung zum Spitzenkandidaten in MacPom gewählt. Laschet gratuliert ihm. Ist es in der Union dann am Ende nicht doch nur so eine Art Kavaliersdelikt? Den Eindruck muss man in Teilen durchaus haben. Das ist das eigentliche Problem. Ich glaube, dass wir sehr aufpassen müssen, zu schnell den Stab über alle zu brechen. Aber in der Tat
Der Eindruck, dass letztlich die große Nähe zur Wirtschaft, auch zum großen Geld, Politiker, Fall Amthor ist da ganz symptomatisch, junge Politiker auch sehr schnell in Versuchung führen kann, der ist sehr deutlich. Anderes Beispiel, jetzt eben Herr Nüßlein. Herr Nüßlein ist nicht irgendwer. Herr Nüßlein ist immerhin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU. Und das Verheerende ist, wenn er heute sagt, ich trete aus der CSU aus, ich bin aber nicht willens, mein Parteimandat überhaupt ruhen zu lassen, obwohl er selbst sagt, ich will größtmöglichen Schaden von der Partei nehmen, übrigens ausdrücklich von der Partei, deshalb der Parteiaustritt, dann verkennt er völlig, dass der Schaden an der Demokratie in Gänze angerichtet wird. Und hier erwarte ich, und ich glaube, es erwartet auch die Bevölkerung, dass die Parteivorsitzenden sehr deutlich sind. Auch Markus Söder wäre, glaube ich, sehr glücklich, wenn auch Herr Nüßlein sein Mandat sofort ruhen lassen würde. Es gibt ja ein Signal der Regierung, es soll jetzt das lange geforderte Lobbyregister geben. Reicht das aus, was da beschlossen wurde? Nein, das reicht eben in der Tat nicht aus. Und ich glaube auch, wenn der Vorwurf, und ich will das deutlich sagen, von Frau Hasselmann, von den Grünen, mir zu stark sogar war, das Ganze hat System bei der CDU. Ich will übrigens daran erinnern, dass es auch in den anderen Parteien immer wieder ähnliche Vorfälle gab. Denken wir an Herrn Özdemir. Der hat allerdings, das muss man dazu sagen, als, anders als Herr Amthor, eine gewisse Pause damals genommen, nachdem er sich gewisse Darlehen hat zukommen lassen, die auch nicht astrein waren. Er hat sich dann gewissermaßen ins Europaparlament verabschiedet. Aber in anderen Parteien gibt es nicht Unähnliches auch. Damit will ich sagen, der eigentliche Vorfall wäre der richtige, wenn jetzt dieses Lobbyregister, das von der CDU lange nicht geduldet wurde, beziehungsweise dann nur sehr abgeschwächt zustande kam, wenn das sehr verschärft würde. Es müsste zum Beispiel deutlich gemacht werden und aufgedeckt werden, wer auch in der Legislative, also bei der Gestaltung der Gesetze mitwirkt. Wer ist da am Platz? Wo ist übrigens auch die Beratung? Wo setzt sie früher an? Momentan ist das viel zu spät durchsichtig. Und da, glaube ich, wäre das eine Leistung seitens der neuen Parteivorsitzenden, also von Herrn Laschet, aber auch von Herrn Söder, deutlich zu machen, man kann hier sehr viel schärfer zupacken, damit dieses Unbehagen in der Bevölkerung, hier könnte etwas System haben, damit dieses doch ausgeräumt wird. Sagt Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.